Ja, hallo, schönen guten Morgen, liebe Freunde von Train Instinct aus unseren Räumen. Ja, heute ein erneut spannender Tag. Wir haben unser mehrmals im Jahr stattfindendes Onboarding. Onboarding sind Termine, an denen wir neue Trainerkollegen gerne an Bord nehmen. Warum tun wir das? Wie viele von euch wissen, haben wir ein Konzept aus Angestellten-Trainern und freiberuflichen Trainern. Gerade Sie, die Trainingsmaßnahmen einkaufen, wissen, wenn Sie sagen, vor 3 Jahren, da hatten wir Trainer XY und wir möchten diesen Trainer gerne wieder haben zum selben Thema. Der Trainer hat sich vielleicht komplett weiterentwickelt und steht für dieses Thema überhaupt gar nicht mehr zur Verfügung oder es ist nicht mehr der Fokus. Bei uns bei Train Instinct können Sie sicher sein, dass Sie stets von Spezialisten betreut werden, Ihre Mitarbeitenden auch entsprechend immer begleitet werden. Deshalb ist es natürlich notwendig, dass wir uns weiterentwickeln und dass sich unser Team weiterentwickelt und auch immer wieder neue Kollegen mit ins Boot holt. Das machen wir heute. Ich mache das nicht alleine. Meine liebe Carmen ist auch bei mir und die meldet sich dann auch gleich nochmal bei euch. Wir wünschen uns und euch viel Spaß und bis dann. Tschüss. Hallo, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wie Elke gerade schon gesagt hat, wir haben heute Onboarding-Tag hier bei uns und wir kümmern uns natürlich sehr gut um unsere Trainer, die wir neu an Bord holen. Und schaut mal, ich stehe hier bei der Kaffeemaschine und habe gerade schon festgestellt, sogar die Milch ist bei uns in Train Instinct Farben. Und was wir heute machen werden, ist mit den lieben neuen Trainern einmal besprechen, wie wir arbeiten, was die Besonderheiten bei uns sind, welche Kunden wir betreuen und wie wir das machen, um sie eben darauf vorzubereiten, in der gewohnten Train Instinct Qualität zu arbeiten, sodass dass das alles reibungslos funktioniert. Das ist ein heißes Eisen, ein ganz interessantes Thema, wie Menschen an Bord geholt werden bei Unternehmen. Da frage ich mich, wie ist das denn bei euch? Vielleicht hinterlasst ihr uns ein paar Kommentare, wie das denn bei euch funktioniert, welche Methoden und welche Formen des Onboardings bei euch gemacht werden. Also wie holt ihr neue Kollegen dazu? Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Wir freuen uns hier auf die neuen Kollegen und ich schicke euch einen Kuss aus Liederbach. Bis dann!